Warum reicht bei vielen Menschen, wenn es darum geht, in die Gesundheit zu investieren, in Form von gesunder Ernährung, in Form von regelmäßiger Bewegung, warum reicht da bei den meisten Menschen, beziehungsweise warum kommen die meisten nur zu einer Umsetzungszeit, wo sie sich an die Vorgaben, an gesunde Vorgaben halten, 6, 8 bis 10 Wochen? Warum ist es hier so, dass die meisten nach 6, 8 bis 10 Wochen schon wieder den Fokus verlieren? Was steckt da dahinter? Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, bekannt auch als Mr. T, Freunde. Das ist ein Thema, was mich natürlich schon seit 30 Jahren beschäftigt, dass ein ganz großer Anteil aller Menschen, die willig sind, sich zu verändern, eine maximale Motivation 6, 8 bis 10 Wochen mit sich bringen. Der größte Anteil meiner Coaches, die richtig lang umsetzen, sind gerade mal so um die 40%. Die restlichen 60% sind früher oder später weg. Egal wie gut meine Trainingsplanung ist, egal wie gut meine Ernährungsplanung ist, egal welche Methoden ich mit Ihnen angehe. Ich habe natürlich eine Ausbildung, zusätzlich eine Ausbildung gemacht zum REKVT-Coach, rationale emotive kognitive Verhaltenstherapie, die ich noch nicht abgeschlossen habe, aber hier lasse ich ganz viel einfließen zum Thema Effizienzblockaden abbauen. Ja, dass Menschen von vornherein Blockaden abgebaut werden, die sie daran hindern könnten, das ganze Vorhaben langfristig umzusetzen. Trotz all dieser Strategien, trotz meiner 30-jährigen Erfahrung und wenn ich berate, hänge ich all meine Leidenschaft rein, gibt es einen großen Anteil, der leider über die 8 bis 10 Wochen nicht hinauskommt. Und die große Frage ist jetzt, warum ist das so? An was liegt das? Und da habe ich letztendlich so einen hauptsächlichen Punkt gefunden, an dem es in der Regel scheitert. Und zwar das unrealistische Zeitfenster, was in welcher Zeit umsetzbar ist. Viele Menschen gehen ein Vorhaben an und haben sich in keinster Weise rationale Gedanken darüber gemacht, welchen Zeitfaktor benötige ich überhaupt, um dieses Vorhaben langfristig umzusetzen, beziehungsweise überhaupt Erfolge zu feiern. Schaut mal, es gibt Menschen, die nach 10, 15, 20 Jahren Sportfreiheit, also keinen Sport mehr gemacht, nur noch auf dem Couch, nur noch gefuttert und 10, 20, 30, 40 Kilo Übergewicht mit sich bringen, gehen an ein Vorhaben dran und denken tatsächlich, trotz dass ich anfänglich interveniert habe, trotz dass ich im Gespräch mit Engelszungen darauf hingewiesen habe, dass man sich ein realistisches Zeitfenster setzen sollte, was ist überhaupt möglich, was kann ich umsetzen, welche sportliche Leistungssteigerung kann ich überhaupt in welchem Zeitraum erreichen, welche Menge Muskelmasse ist mir möglich, in welchem Zeitraum aufzubauen, wie viel Fett kann ich in welchem Zeitraum reduzieren. Obwohl ich das alles aufgeklärt habe, ist bei vielen Menschen im Kopf dieses Zeitfenster, wann sie was erreichen können, einfach mit der Realität nicht vereinbar. Sie haben im Kopf, jetzt trainiere ich aber schon 8 Wochen und ich trainiere in der Woche 3 Mal. Also haben sie schon 24 Mal trainiert. Und trotz dieser 24 Trainingseinheiten hat es nicht funktioniert. 24 Trainings, überleg mal, 24 Trainingseinheiten. Und das Ziel ist nicht erreicht. Und selbst wenn es 10 Wochen sind, 3 Trainings, das sind 30 Trainingseinheiten einer Stunde oder einer Stunde und 15 Minuten. Und der Fokus, die Vision im Kopf, ist die Vision von mindestens 500 Trainingsstunden. Wie soll das vereinbar sein? Das ist nicht vereinbar. Und genau daran scheitern die meisten Menschen, an einer unrealistischen Vorstellung, welches Zeitfenster ist tatsächlich nötig, um ein gewisses Resultat zu erreichen. Diese unrealistische Vorstellung, das lässt die meisten Menschen scheitern. Und deswegen ist natürlich ganz wichtig, wenn ihr euch mit so einem Thema beschäftigt, wenn ihr euch Gedanken macht, ihr wollt umstrukturieren, wollt euch neu umstrukturieren in Form von Ernährung, in Form von Bewegung, in Form von Achtsamkeitszeiten, dann
Macht euch Gedanken darüber, welches Ziel kann ich in welcher Zeit erreichen. Setzt euch mit einem guten Coach zusammen und schaut, dass ihr ein realistisches Zeitfenster habt. Also ein Zeitfenster, das vereinbar ist mit eurem sozialen Umfeld, mit eurem Job, mit eurer Familie. Denn wenn ihr ein realistisches Ziel habt, dann was passiert? Ihr macht einen Schnitt nach 4 Wochen, kontrolliert das Gewicht, kontrolliert die Optik, kontrolliert eure Leistung, stellt fest, ja, ich bin ungefähr im Range gelandet und was sorgt dafür? Das sorgt dafür, dass ihr motiviert seid. So, wenn das Ziel nicht realistisch war, das heißt, wenn ihr es nicht realistisch vereinbart habt, dann steht ihr nach 4 Wochen da und guckt in den Spiegel, guckt auf die Waage und guckt auf euer Blatt Papier und stellt fest, scheiße, ich bin noch ganz weit weg vom Ziel. Und was passiert? Die Motivation sinkt. Deswegen, das ist für mich so der häufigste Fehler, dass ich Menschen mit dieser Thematik von vornherein nicht realistisch auseinandersetzen, sich keine Gedanken machen, was kann ich in welcher Zeit überhaupt erreichen, was ist möglich in welcher Zeit zu erreichen. Und wenn ihr euch damit auseinandersetzt und dann guten Coach habt oder selbst in der Lage seid, das gut bewerten zu können, dann werdet ihr auch dauerhaft Erfolg haben. Warum? Weil eure Motivation am Leben bleibt. Ja, das ist so, was ich festgestellt habe, ist, dass Menschen viel zu schnell ohne großen Aufwand an ihr Ziel kommen wollen und dafür ein völlig falsches Zeitfenster nutzen, völlig falsche Vorstellungen haben, was kann man überhaupt in welchem Zeitraum erreichen. Und daran scheitern die meisten Menschen. Und genau deswegen, Freunde, wenn ihr ein Vorhaben habt, macht euch Gedanken darüber, welchen Zeitaufwand betreibt ihr, welchen Aufwand sollt ihr überhaupt betreiben, wie viel Mal sollt ihr dafür trainieren, wie ist es mit der Familie vereinbar, wie ist ein Job vereinbar. Und wenn ihr dieses Sammelsurium habt, und dann eine realistische Vorstellung habt, welches Zeitfenster ihr benötigt, dann ist die Enttäuschung nicht so groß. Dann habt ihr natürlich auch Etappenziele, die ihr feiern könnt und nicht ein Etappenziel, was ihr nie erreicht. Denn wenn ihr euer Etappenziel nicht erreicht, dann werdet ihr auch das Endziel nicht erreichen. Und besonders wertvoll ist es hier in dem Bereich. Warum? Weil ihr in eure Gesundheit investiert. Sei es in Bewegung, sei es im Bereich der Ernährung und natürlich auch im Bereich der Achtsamkeit. Hier ist das Gleiche. Wenn jemand denkt, dass er in 6, 8 Wochen Verhaltensweise, die er vorher über 20, 30 Jahre manifestiert hat, um 180 Grad drehen kann, der ist manchmal sehr enttäuscht von sich selber, weil es mit der Realität vereinbar ist, weil er immer wieder in die alten Verhaltensmuster fällt, eine Zeit lang. Also auch hier sollte ich bewerten, was ist möglich? Was kann ich erreichen in welcher Zeit? Und wenn man diese Faktoren im Kopf verankert hat und da relativ nah an der Realität bleibt und das Ziel nicht so hoch setzt, für sich das Ziel nicht so hoch setzt, weil man soll sich auch nicht mit anderen vergleichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ihr euer Ziel erreichen werdet. Ja, das war heute das Thema, warum scheitern die meisten bei der Umsetzung der gesunden Ernährung. Einerseits dieses Zeitfenster, andererseits natürlich steckt auch noch was dahinter, dass Essen ganz viel mit Belohnungsverhalten zu tun hat, dass ganz viele Menschen denken, dass sie sich mit ungesunden Essen belohnen, was natürlich so nicht stimmt, was so nicht wahr ist. Denn ungesundes Essen ist ja keine Belohnung, sondern eher eine Bestrafung. Das ist eine kurzfristige Belohnung. Und vor allem, viele Menschen bewerten den Zeitrahmen, was sie benötigen, um gesundes Essen zu richten, gesundes Essen einzukaufen, als verlorene Lebenszeit. So darf man es nicht angehen, denn wir dürfen nie vergessen, dass wir die wichtigste Person in unserem Umfeld sind, dass wir letztendlich eine hohe Wertschätzung an uns selber haben sollten, sich gesund ernähren, sich regelmäßig gesund mit Nährstoffen zu versorgen. Gesundheit überhaupt, das ist die höchste Wertschätzung an uns selber. Denn wenn wir krank sind, denn wenn es nicht mehr funktioniert, ja, dann hilft alles andere auch nicht mehr. Dann muss man wieder viel Zeit aufwenden, um einen gesunden Zustand zu erreichen. Deswegen, ihr Lieben, nehmt es ernst, macht euch Gedanken drüber. Wenn ihr dazu Ideen habt, wenn ihr dazu ein Feedback habt, gebt es mir, schreibt es unten rein, in die Bemerkungen und ja, ich mache mir Kopf drüber, wie ich euch weiterhelfen kann. Bis dahin, macht's gut. Ciao, bye bye. Hier war Andreas Triembacher, bekannt auch als Mr. T.